So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf Potter's Bluff Reviews. Heute geht es um Once Upon a Time in Hollywood, dem neuen Film von Quentin Tarantino. Hier in der Edition von Amazon, der Deluxe Edition. Ja, fangen wir auch gleich mal an. Hier haben wir erstmal das schöne Äußere mit dem toll gezeichneten Cover. Es gibt auch noch in Deutschland eine normale Mary und natürlich das Steelbook. Aber das Steelbook ist natürlich sehr, sehr mager. Ne? Ist einfach nur 4 Banner untereinander und das war's. Aber egal, weg damit, denn hier ist das schönste Zeug. Nämlich diese Collector's Edition. Hat auch einen stolzen Preis, also in Deutschland kostet die hier 80 Euro. 79,99. Finde ich ein bisschen heftig, ehrlich gesagt, weil in anderen Ländern ist die nicht so teuer. Obwohl genau das gleiche drin ist. So, dann machen wir das Ganze mal auf. So, ihr seht, es ist so ein Trifold. Da kommt uns als erstes entgegen hier das MAD-TV-Heft, bei dem sie Bounty Law parodieren. Die Serie praktisch, die Rick Dalton im Film spielt, also Leonardo DiCaprios Figur. Und es war eben so wie bei MAD-TV, MAD Magazine früher. Die haben immer aktuelle Filme oder TV-Serien auf die Schippe genommen und haben da ihre eigene Parodie gemacht. Sehr schön, richtig cool gemacht. Ich glaube, das war sogar das Original MAD-Team. Hier sogar ein bisschen Brad Pitt mit drin. Und sogar hier mit alten Werbungen wie früher und so weiter und so fort. Sieht wirklich cool aus und soll so aussehen wie 1969. Hier auch mit Fake-Annoncen und so, genau wie das früher üblich war. MAD-TV, MAD Magazine, Entschuldigung. MAD-TV gab es auch, das war eine tolle Sketch-Show. Genau. So, dann haben wir hier noch ein Plakat. Operation Dynamite. Ein Film von Rick Dalton. Wie ihr sehen könnt. Sehr schön geworden. So ein italienisches Plakat. Sieht sehr cool aus und vor allem sieht einfach genauso aus, wie die Plakate früher ausgesehen haben. Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, wie viel Liebe hier reingesteckt wurde, dass das so aussieht. Solche Plakate haben auch bei vielen Kinos rumgelegen, als der Film im Kino gelaufen ist. 4 verschiedene, die im Film zu sehen ist. Hat ja in vielen Filmen mitgemacht, Rick Dalton. Hier links haben wir dann die Tasche. Die ist auch hier so, ihr seht, so rausgestanzt, das 1969. Mit Rick Dalton, also die Folge Hullabaloo moderiert oder einleitet. Hier in der Mitte haben wir die Platte. Hier gibt es eine tatsächliche Single mit den 2 fetzigsten Tracks aus dem Soundtrack. Und zwar hier auch in Blau. Und noch eine schöne alte Columbia-Platte, also so wie das ausgesehen hätte, wenn das früher rausgekommen wäre. Und zwar hier mit Bring a Little Lovin' von den Los Bravos. Das auch im Trailer benutzt wurde. Das ist auch das fetzigste Lied auf dem Soundtrack. Und Good Thing von Paul Revere and the Raiders, was Sharon Tate im Film immer hört, diese Platten von Paul Revere and the Raiders. Genau, sehr schön geworden. Und hier, das finde ich sogar echt cool, hier in der Seite hat man eingebaut einen kleinen Adapter, denn für alle die keinen Plattenspieler haben, es gibt Singles mit einem großen ausgestanzten Loch und mit einem kleinen Loch. Mit einem kleinen Loch kann man einfach die Platte auf den Plattenteller legen und bei so einem Loch braucht man entweder einen Adapter. Oder bei manchen konnte man das auch selber hochschieben oder man hat eben hier sowas. Das kann man dann hier einklemmen in die Platte und kriegt die dann praktisch auch auf einen normalen Turntable. Aber die meisten Turntables haben schon einen mitgelieferten Adapter oder eine Funktion dafür. Aber ich finde es trotzdem cool, dass ich hier den Aufwand gemacht habe und sowas Süßes hier reingebastelt habe. Finde ich sehr cool. Genau, dann kommen wir hier zur rechten Seite. Da haben wir die Discs. Einmal hier die Blu-ray. Auch hier schön mit diesen Filmrollen, als ob sich Mr. Schwarz angeguckt hätte. Und hier die 4K Ultra HD, die wirklich, ich hatte sie letztens drin, sie sieht wirklich exakt genauso, wie es im Kino war. Ist doch richtig, richtig toll. Hier alles schön durchdesignt und auf der Rückseite gibt es dann ein komplettes, durchgehendes Artwork, wie ihr seht. Absolut spitze. Können wir mal anfangen hier. Sharon Tate Szene, das Auto, eine Filmklappe. Hier haben wir sogar Timothy Olyphants Charakter auf dem Motorrad, der Hauptrolle in Lancer spielt. Hier haben wir auch den Cinerama Dome, die Manson-Familie, Bruce Lee, die Manson-Girls. Hier oben haben wir den Regisseur Tarantino sogar eingearbeitet, das ist nicht aus dem Film. Hier haben wir Luke Perry, der vor kurzem von uns gegangen ist, der Regisseur, Sam Wanamaker, Rick Dalton in seinem Pool, Mr. Schwartz, Al Pacino. Brad Pitt hier, Charles Manson ist auch da hinten vertreten. Nochmal Sharon Tate, die tanzt, Kurt Russell alias Randy. Und hier sogar ein kleines Schmankerl für die ultraharten Fans. Das da ist die Schauspielerin aus dem Film. Julia Butters, glaube ich, heißt im Film oder so. Und
Das ist eine deleted scene, die ist auch nicht hier drauf enthalten, aber ich habe im Interview gelesen, dass es noch eine Telefonszene gibt zwischen ihr und Rick Dalton, wo sie ihm nochmal bestätigt, wie toll er war in der Szene. Wer den Film gesehen hat, weiß natürlich, was gemeint ist. Und finde ich cool, dass das hiermit so als Insider-Gag enthalten ist. Genau, und da packe ich das Ganze wieder rein. Und wie gesagt, der Film ist mein Lieblingsfilm gewesen letztes Jahr und ich feiere diesen Film total. Er schließt sich auch wirklich erst bei mehrmaligen Schauen. Und das finde ich echt geil, weil man diesen Film wirklich fühlen muss, verstehen muss. Und also man braucht schon, man muss sich schon ein bisschen reinfühlen. Es ist jetzt nicht so ein Film, wie letztens hat auch einer unter meinem Video geschrieben, ah, Tarantino ist nicht mehr hungrig genug oder es hat keine Story. Das ist doch der Punkt. Es geht doch nicht darum, dass man hier in der Story wie in einem Drehbuch folgen muss, wo jedes Szene zur nächsten führt. Das ist ein Rumhängfilm, ein Film, der Spaß macht, ein Film, der absolut Sinn macht, in sich geschlossen ist, tolle Charaktere hat. Tolle Dialoge, Szenen, Set-Pieces und alles mögliche. Und Tarantino ist genauso hungrig, wenn er sich diesen Film anguckt. Wie gesagt, dieser Film kommt vielleicht am nächsten an Jackie Brown ran. Und das will schon was heißen. Wie gesagt, wenn man was übertreiben will, wie in Kill Bill, ist schön und gut. Das ist aber halt ein Style, den Tarantino kann. Das ist doch hier ein komplett anderer Style. Und dieser Film ist komplett toll durchdesignt. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein schönes Leben. Fahrt mit dem Cabrio jetzt sofort raus, dreht Joe Cocker die Letter auf und dreht durch. Also dann, haut rein!